Frage, was der Wolf von seiner Beute noch übrig lässt, nachdem er sie gefressen oder angefressen hat, kann nicht pauschal beantwortet werden. Natürlich hängt es von der Beuteart ab. Sie können sich vorstellen, dass Wildschwein-Frischlinge, also kleine Ferkel im Hausgebrauch gesagt, dass die natürlich komplett im Magen des Wolfes verschwinden, so wie Rehkitze beispielsweise auch. Bei uns im Gehege haben wir die Erfahrung gemacht, dass Rehe, wenn wir sie tot verfüttern, weil sie aus Kraftfahrzeugunfällen dankenswerterweise zu uns gebracht werden, damit wir sie eben verfüttern können, ist es so, dass wir selbst von den Rehen ausgewachsenerweise nur sehr, sehr wenig wiederfinden. Beim Dammwild bereits ist das schon anders. Sie können sich vorstellen, dass das dann bei Rotwild und Schwarzwild, also beim Wildschwein, sich auch anders zeigt, aufgrund der Altersklasse, aufgrund der Körpermasse. Beispiel Rotwild. Nach der Tötung wird der Bauchraum geöffnet, Innereien werden teilweise gefressen oder auch das begehrte Muskelfleisch auf den oben zu sehenden Keulen. Große Stücke wiederum bleiben häufig aber übrig, wie beispielsweise der Kopf, also das Haupt, der Hals, den wir in der Jägersprache den Träger nennen, die Schulterpartie. Das können wir tatsächlich auch bei uns im Gehege beobachten, dass wenn wir Dammwild, also Dammhirsche, die durchaus 60 Kilo auf die Waage bringen, wenn wir die verfüttern, dass da eben erhebliche Teile wiederbringen. Über Telemetriestudien ist es teilweise gelungen, solche Rissreste auch zu finden, die wiederum einen sehr interessanten Aufschluss über ihre körperliche Konstitution nachträglich noch geben. So konnte festgestellt werden darüber, dass es häufig alte, kranke, schwache Stücke sind im Bereich der Hirsche, also Rothirsche, oder eben auch Wildschweine, die von Wölfen gepackt werden.